Und in Bremen begrüße ich Alexander Noth. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, wir haben gehört, ganz vieles an der Tat ist noch ungeklärt. Die Polizei ermittelt noch weiter. Was können Sie uns denn als letzten Stand der Informationen sagen? Ja, in der Tat hält sich die Polizei und die Staatsanwaltschaft halten sich doch sehr bedeckt. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass Frank Magnitz heute noch verhört werden soll oder möglicherweise auch schon verhört worden ist. Wir haben gerade noch die Information bekommen, dass der Polizei ein Video vorliegen soll aus einer Überwachungskamera, was möglicherweise den Tathergang zeigt. Was genau auf diesem Video zu sehen ist, davon haben wir leider keine Kenntnis, aber dass es dieses Video geben soll. Am Mittag haben wir mit Frank Magnitz persönlich sprechen können. Er ist immer noch sehr benommen, hat ja eine schwere Gehirnerschütterung, kann sich an die Details der Tat auch nicht erinnern und wird wohl auch mehrere Tage noch im Krankenhaus bleiben müssen, so die Information von ihm. Wenn Sie ihn selber gesehen haben, was machte er für einen Eindruck? Wir haben ihn leider nicht sehen können, wir haben mit ihm telefoniert, aber er machte in erster Linie einen sehr benommenen und, ich sag mal, gedämpften Eindruck. Jetzt ist natürlich die AfD schon mit Informationen an die Öffentlichkeit getreten, nämlich zum Beispiel, dass es sich bei einem der Tatwerkzeuge um ein Kantholz gehandelt haben soll, dass es Tritte gegen den Kopf gegeben habe. Hat die Polizei dafür irgendwelche Indizien? Die Polizei ist da bedeutend zurückhaltender. Die Polizei spricht zum Beispiel nicht von einem Kantholz, sondern von einem Gegenstand. Und auch die Tritte finden sich in den Mitteilungsprotokollen der Polizei bzw. in den Pressemitteilungen der Polizei nicht. Auch auf AfD-Seite wird ja von Alexander Gauland von einem Mordversuch geredet. Da ist man bei der Staatsanwaltschaft etwas zurückhaltender und spricht von Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts. Wo kommen denn diese Informationen der AfD möglicherweise her? Gibt es noch Zeugen? Gibt es Menschen, die irgendetwas beobachtet haben? Naja, es gibt auf jeden Fall Zeugen. Es sind zwei Bauarbeiter dann, als Frank Magnitz am Boden gelegen haben soll, dann auch zu Hilfe gekommen und haben dann die Rettungskräfte und die Polizei verständigt. Das sind sicherlich Zeugen, die die Staatsanwaltschaft heute noch vernommen haben wird. Und ansonsten, was die AfD da twittert oder auf verschiedenen Kanälen verbreitet, ist möglicherweise auch im Gespräch mit Frank Magnitz entstanden. Aber da fehlen hinlänglich die Informationen. Können Sie uns noch etwas zur Person von Frank Magnitz sagen? Also Frank Magnitz kann man nicht ganz losgelöst von der Situation der AfD in Bremen betrachten. Die AfD ist bei der letzten Bürgerschaftswahl mit in Anführungszeichen nur 5,5% eingezogen. Das sind Werte, die mit den heutigen Zahlen bei Landtagswahlen natürlich nicht viel gemein haben. Die AfD hat sich dann nach der letzten Bürgerschaftswahl in Bremen auch ziemlich zerlegt. Drei Abgeordnete haben sich mit dem Luckeflügel abgespalten. Frank Magnitz sitzt derzeit nicht in der bremischen Bürgerschaft, sondern ist ja Bundestagsabgeordneter und gilt in der AfD, vorsichtig gesagt, eher als Hardliner. Würde man das mit der grünen Brille betrachten, würde man wohl sagen, er gehört eher zu den Fundis als zu den Realos. Man sagt ihm auch eine gewisse Nähe zur identitären Bewegung nach. Wie kritisch ist denn die politische Situation in Bremen insgesamt? Sie haben ja im Mai Wahlen. Kann das möglicherweise einen Zusammenhang haben? Ach, da wäre ich vorsichtig. Ich glaube, da sind die Spekulationen auch, da sollte man mit der Spekulation sehr vorsichtig sein. Ich glaube, dass die Wahl, die Bürgerschaftswahl in Bremen in diesem Jahr so spannend werden wird wie noch nie, weil doch sehr ungewiss ist, welche Partei sich wie positionieren wird. Der ehemalige Bürgermeister Börnsen hat nach der letzten Bürgerschaftswahl gesagt, das Ergebnis war so schlecht, ich trete zurück. Der jetzige Bürgermeister Sieling, für den ist das der erste Wahlkampf. Auch die CDU hat einen neuen Kandidaten. Also ich würde sagen, da ist ziemlich viel im Skat und da gibt es eine ganz, ganz große Unbekannte. Alexander Noth, ganz herzlichen Dank für die frischen Informationen aus Bremen. Gerne.